Klar, viele haben gesagt, die Eintrittskarten sind zu teuer. Warum? Ich meine, das Geld muss ja irgendwie wieder reinkommen. Also ich weiß nicht, wie das da weitergehen soll mit dem Video Day. Also ich meine, die YouTuber müssen natürlich irgendwo in ein Netzwerk rein. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht dann erstmal ein kleineres Netzwerk zusammen mit Christoph Krachten. Gehen wir jetzt mal Worst Case davon aus, Mediakraft muss wirklich Insolvenz anmelden und macht wirklich alles dicht, dann könnte ich mir vorstellen, dass die dann einfach mit irgendeinem anderen Netzwerk, zum Beispiel Endemol, ist ja sehr RTL-nah, sag ich mal. RTL lässt ja viel von Endemol produzieren und Endemol ist jetzt auch nicht so klein. Da ist übrigens Scene-Take zum Beispiel drin, Scene-Take TV oder Ufone TV ist da auch drin. Und auch der Trashpack ist mittlerweile drin mit seinem YouTube News und WhatsApp und alles Mögliche. Also das könnte vielleicht ein ernsthafter Kandidat für die Nachfolge vom Video Day sein. Und dass sich der Krachten dann so ein bisschen in Richtung, ich meine, in Köln ist er ja eh schon, dann geht er halt zu RTL anstatt zu seinem ja, Mediakraft Office, Mediakrachten. Mediakrachten Office. Ja, aber das ist echt schwierig, weil wenn du mal überlegst, die ganzen Acts auch im Vorprogramm, 90%, ja, sagen wir mal 70%, Ja, 90 überleg dir ist vielleicht mal, doch ein wer da bisschen alles so viel. da war. Wenn du jetzt, ich video dir 2013, überleg dir das mal. Da, was war das? Wer war das? Ich glaube, Bullshit ist aufgetreten. Dann, wie hieß der? MC Fitti. Der war, glaube ich, auch bei Mediakraft, oder? Wenn Nee, es mich der ist, nicht täuscht, glaube ich, oder? mittlerweile bei Nicht? Sony irgendwie, aber. Ja, bei Wagler, oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall, YTiti, natürlich der Hauptact. Genau. Das ganze Ape Vorprogramm auch Crime. draußen, also die ganzen Stände, die du hattest, hattest du fast nur Leute von Mediakraft. Also da waren ja auch diese, ich weiß nicht, wie die sind, diese Dice-Stacker und so, keine Ahnung, und das waren alles Mediakraft-Dinge. Die haben auch alle darüber das ganze Merchandise, die ganze Promotion gekriegt und deswegen standen die auch da. Und ich Genau. glaube, das würde ziemlich leer ausschauen ohne die. Wobei es ja auch böse Zungen gibt, die behaupten, dass die Stände dort für andere Netzwerkpartner sehr, sehr teuer waren. Also zum Beispiel Leute, die jetzt nicht bei Mediakraft waren. Weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Aber es waren ja relativ wenig Stände von Nicht nicht Mediakraftlern. Mediakraft-Leuten. Wenn du überlegst, Sexy Julia zum Beispiel ist ja auch in diesem Hamburger Netzwerk drin, wo auch Weiß ich die nicht, ja. Außenseiter drin sind und so weiter. Und die hatte ja auch keinen Stand. Also, weil Naja, ihr das heißt vielleicht. Stand. Sie hat das jetzt zu Tisch, wo sie Autogrammkarten Ja. unterschrieben hat, aber das war jetzt kein Stand, sage ich jetzt mal. Und der ist ja dann Deswegen. auch von anderen noch mitgenutzt worden. Wo ich schon ein bisschen verwundert war, das war ja die. Damals gab es die ja noch, das war ja Onkel Bernies Butze. Die hatten ja einen ziemlich großen Stand. Ja. Und also ich möchte nicht wissen, was die dafür bezahlt haben. Allerdings bei Onkel Bernies Welt war es ja dann so, dass die irgendwie durch so ein YouTube-Partner-Programm haben die ja ziemlich viel Geld reingebuttert bekommen. Sonst wäre diese Late-Night-Show oder was es sein sollte auf YouTube, wäre sonst ja auch nicht möglich gewesen. Und ja, also das war eigentlich der einzige Stand. Ja gut, vielleicht noch ein paar kleinere, aber sonst eigentlich nur Mediakraft. Und da sieht man mal, was für eine Macht dieses Netzwerk hat einfach. Das Ja. muss man sich halt auch mal, das muss man sich auch mal bewusst sein. Viele Kollegen haben mich heute auf der Arbeit angesprochen. Ja, warum war das für euch so ein Riesending? Habe ich gesagt, ja, weil es eben die Größten sind. Ich denke mal, wenn es bei Divimove passiert wäre oder bei Endemol oder bei noch einem kleineren Netzwerk, dann hätte man gesagt, okay, naja, ist halt dann so, ne? Aber bei Mediakraft, wo sowieso jeder Kritiker irgendwie eine Möglichkeit sucht, den eins reinzudrücken, und dann passiert sowas, ne? Dann sind die natürlich, ja, begeistert. Sei mal, wenn sowas passiert. Und ich sehe gerade was, Video Days 2015 in Köln und Berlin, sehe ich gerade. Aha. Auch ganz interessant. Wollte ich nur mal so einwerfen. Also scheinbar sogar im Mai schon in Berlin. Interessant. Und im August natürlich in Köln wieder zur Gamescom, gehe ich mal davon aus. Ja, also Video Day, Georg. Du warst ja noch nie auf einem Video Day. Der David und ich, wir hatten ja jetzt den Vorteil, wir waren ja schon mal auf einem Video Day. Wie denkst denn du, wie könnte sowas aussehen? Oder was wäre Boah. für dich so ein ideales YouTuber-Treffen? Oder wie denkst du, wie könnte man sowas unter einen Hut kriegen? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Georg Ja, hat immer die stelle ich mir das kreativen vor? Aufgaben. Ja, Ja, irgendwie der schon. Georg, da darf immer so ein bisschen nachdenken. Weil ich ja sonst nichts zu sagen habe. Okay.
Ja gut, du kannst ja auch was sagen, aber du redest ja zu wenig. Deswegen muss ich dich ja irgendwie dazu. Das ist ja hier ein Talk-Format. Ne? Das Ja, ich heißt, weiß. da wird getalkt und ja, das hätte ich dir Ich so ein bin paar mit. Sprechperlen geben sollen von meinem Wellensittich oder so. Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Ich stimme halt immer still mit. Oder Ach zu, so. besser gesagt. Du nickst, aber das sieht man nicht. Sollen wir vielleicht nächstes Mal über Skype mit Video und so weiter machen? Wäre vielleicht eine Idee. Ja, dann sieht man dich wenigstens nicken oder so. Ja, es Dann ist. mache ich so eine Dauerschleife rein. Genau. Aha, Dabei ist er dann okay. schon längst im Bett oder so. Ja, es ist aber echt Genau. schwierig. Also, wie könnte so ein Videoday ohne. Also, das ist echt schwierig, weil da bräuchte es. Also, das ist dann schon mal ein Konzept. Du bräuchtest Leute, die unabhängig organisieren. Und das ist halt auch so ein Ding, sag ich mal. Die Crew vom Videoday war ja 90% Mediakraft-Leute oder Leute, Und die die halt. Absprachen waren ja auch nicht gerade sehr gut. Ja, um mal so ein bisschen Also. aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich meine, wir waren ja 2013 als Medienvertreter dort und die Absprachen untereinander mit den Leuten, die das organisiert haben, die waren Naja, sehr, sehr bis schlecht. kurz vor Öffnung waren wir ja nicht mal Medienvertreter. Genau, wir hatten uns ziemlich früh angemeldet. Wir haben auch die Mail bekommen, alles super, ihr dürft rein, alles super. Ja, und dann hieß es, wie der David, du hast, glaube ich, die Tickets abgeholt, Ja, oder? genau. Hör, wir Oh. kennen euch gar nicht. Wer seid ihr? Wir stehen nicht auf der Liste. Genau, und dann kam zum Glück einer und ach ja, das sind ja die mit dem komischen Namen, die stehen ja da auch irgendwo, Nette oder? Begrüßung. Ja, also es war auf jeden Fall ein Durcheinander und das war ja auch im letzten Jahr, wo wir ja leider nicht hingekommen sind, da war ja die Aussage, ja, es sind zu viele Medienvertreter, wir haben keinen Platz mehr. Verstehe ich auch irgendwo, weil der Kapuff, das war ja nur ein Kapuff, wo die Medienvertreter drin waren, der war ja ziemlich klein. Also da bringt man 20 Leute unter, aber keine 120. Also ich glaube, das hat sich verdrei- oder vervierfacht, die Medienvertreteranzahl zum letzten Jahr hin. Also ja, das ist halt schwierig. Und irgendwo denke ich mal, ist da auch die Lanxess Arena, da hatten wir uns ja schon mal drüber unterhalten, die ist eigentlich auch nicht der richtige Platz für den Video Day. Also deswegen, ich denke mal, vielleicht wäre es vielleicht sogar intelligent, den Video Day nächstes Jahr mal ausfallen zu lassen. So hart wie es klingt, wirklich. Und sich dann mal neu zu firmieren und zu gucken, wie könnte man wirklich mal allen Netzwerken gerecht werden. Und auch allen YouTubern. Es gibt ja YouTuber, die sind in keinem Netzwerk, vielleicht auch zu Recht. Vielleicht, wie kann man dann allen so ein bisschen gerecht werden und jeder bekommt ungefähr die gleiche Aufmerksamkeit. Das wäre zumindest ein faires Projekt, aber ich meine, wenn das passiert, das ist wahrscheinlich wie ein Sechser im Lotto, das wird nicht passieren. Und ja, aber das ist so meine Vorstellung von einem Video Day, wo ich dann sage, okay, und vielleicht nicht nur YouTube, sondern dass da auch Leute, es gibt ja auch Leute, die außerhalb von YouTube-Videos produzieren, dass die da zum Beispiel auch, es sind nicht viele zugegeben, aber dass die da auch eine Bühne kriegen. Ich meine, es gibt auch noch andere Videoplattformen. Das ist so eine Sache halt. Also da bin ich so ein bisschen sehr kritisch. Also ich meine, ich finde das eine coole Idee. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall noch ausbaubar und man sollte da nicht sich auf den Lorbeeren drauf ausruhen und sagen, Mensch, wir haben jetzt die Lanxess Arena gefüllt, sondern dass man dann sagt, okay, man muss da noch ein bisschen besser die Leute entertainen, das Zeug ein bisschen organisierter angehen und so. Und Waititi wird mit Sicherheit nicht jedes Jahr der Main Act bleiben können. Weil es irgendwann auch langweilig, also muss ich ehrlich mal sagen. Die haben ja auch nicht jedes Jahr ein Lied, also weiß ich nicht, ob sie dann Ja. wieder dieses nächste Jahr jetzt wieder was raushauen, also. Und sind wir mal ehrlich, die können nur Musik auf der Bühne bringen. Die können keinen Sketch auf der Bühne machen, wie Loriot oder was auch immer. Die sind auch keine Stand-up-Comedians. Also, was sollen die auf der Bühne performen? Also, denen bleibt eigentlich nur Musik. Und das ist halt auch so ein Hauptkritikpunkt, dass da viel zu viel Musik war. Ich meine, es war teilweise war es angenehm, weil es auch wirklich gute, talentierte Musiker waren, immer, jedes Jahr schon. Aber es ist dann irgendwann mal too much, wenn du schon im Vorprogramm den ganzen Nachmittag einen Musikkünstler nach dem anderen hast, dann ist es kein Video Day. Und deswegen fand ich es ja 2013 sehr sympathisch, dass zum Beispiel dann so eine kleine, ja, so wie wir halt hier, so eine Talkrunde dann mal auf der Bühne war von Onkel Bernies Welt. Die hatten Ja. ihre Late-Night-Show dann Sexy da. Julia war da auch mit dann dabei, glaube Genau, ich. da Die war waren ja auch kurz einige dabei. YouTuber dabei. Das fand ich ganz entspannt. Das war mal was anderes. Und das hat dann auch den Charakter einer Show verdient, sag ich mal, oder die Bezeichnung. Und aber dass dann wirklich ein Musikkünstler nach dem anderen, man kann ja eigentlich sagen, dann ab dieser Geschichte kamen dann eigentlich nur noch
Preisverleihung, wo sich gegenseitig die Leute, sag mal, das gegenseitig ja gehypt haben oder gegenseitig ja angefeuert haben und irgendwelche Preise überreicht haben, also diese Play Awards. Aber da kam nichts weiter. Und dann war nur noch Musik. Dann waren irgendwelche Rapper da, dann war. Und vor allem MC die Musik ist ja auch nicht mal live, das ist ja der Witz. Das ist ja eh alles Playback. Die werden ja, glaube ich, müssen die ja, glaube ich, machen oder so. Haben wir in den Proben ja gesehen. Ja, es war alles. Also es war nur eine einzige, es war halt eigentlich nur Aequitas. Das war der einzige Act, sage ich jetzt mal, der kein Playback hatte. Also, wobei bei den Proben hatte die auch Playback. Also ob das jetzt. Keine Ahnung. Muss man. Aber es. Ich sag mal so, ist es halt auch schwierig, die Leute, die auf YouTube Musik machen, ja, genau. Die haben einfach die keine Erfahrung. Und damit. Lass die mal ohne Effekte und so singen. Also. Die Lochis möchte keiner hören ohne Autotune. Also das ist... Ja, das ist eine Tatsache, glaube ich. Ich glaube, da sind wir nicht die Einzigen, die das so sagen würden. Die treffen, also ohne Bearbeitung treffen die keinen Ton. Die können nicht singen. Die können nur mit Bearbeitung singen. Und ich meine, ich sag mal so ganz ehrlich, ich meine, bin kein Lochi-Fan, ich habe mich sehr oft über die auch aufgeregt, aber die Lieder teilweise sind wirklich, die haben Humor, die sind lustig und ich denke mal, so zur Jugend teilweise passen die schon dazu, aber ganz ehrlich, die können halt nicht singen und deswegen muss halt da alles Mögliche bearbeitet werden. Deswegen, die sollen ruhig bearbeitet werden bis zum geht nicht mehr, dann können sie auftreten und die Show war ja auch ganz lustig. Vor allem, was ich bei denen immer lustig finde, ist die Oma, die da mitreist. Das war echt lustig, dass die Oma da Merchandise verkauft und dann unten an der Bühne praktisch saß die Oma von den Lochis und hat da zugeguckt und die Jungs mit angefeuert. Finde ich ganz lustig. Und die wollen das ja auch. Das ist im Gegensatz zu anderen YouTubern, die sagen, ja, ich muss, oder die Eltern sagen, ich muss auf die Bühne oder so. Aber die wollen das ja selber und das ist halt wichtig. Ja, wir driften ab, ich merke schon. Langsam ist die Luft irgendwie raus, aber ich glaube, wir können uns noch stundenlang über YouTuber. Schreibt ich mein, einfach das mal. Das Thema bleibt eh aktuell, also. Genau, schreibt einfach mal in die Kommentare, was wir vielleicht als nächstes Thema mal auffassen sollten, weil ich denke mal, wenn das Format gut ankommt, kann man ja ab und zu mal, ich will jetzt nicht davon reden, dass wir es regelmäßig machen, weil dann wird es garantiert scheiße, weil man braucht immer ein gewisses Thema, um darüber sprechen zu können. Aber schreibt einfach mal in die Kommentare, sollen wir sowas öfters mal machen oder habt ihr da Bock drauf? Dann kann man sowas gerne mal arrangieren, vielleicht auch mal in etwas größerer Runde oder halt dann auch über Videochat oder was weiß ich. So. Genau, oder mal ein Hangout. Genau, hängen wir mal was raus auf unserem Kanal und schreibt es einfach mal in die Kommentare. Würde uns interessieren. So, jetzt sind wir bei Kommentaren. Jetzt habe ich eine Mörderüberleitung. Social Media. Was war denn zu dem Skandal im Social Media? Da hat der David so ein paar Sachen zusammengesammelt. Da war einiges unterwegs. Also, wie gesagt, den Hashtag Freiheit, der ist ja auch von Simon, ich sage jetzt mal so, als Leit-Hashtag oder als Hashtag vorgegeben gewesen. Und den hat er ja so ins Spiel gebracht. Da gab es einige lustige, zum Beispiel hier. Hat man eine Mediamarkt-Werbung verändert mit Ich bin doch blöd, Mediakraft, auch ganz nett. Was gibt's noch? Wo sind wir? Hier zum Beispiel, Offset 1 läuft Terminator 2, Tag der Abrechnung. Krass, wie schnell Hollywood den heutigen Abend verfilmt hat. Hashtag Freiheit. Auch ganz nett, denke ich mal. Da ist so schon so ein bisschen die Anspielung, dass Mediakraft eben dann doch Dinge falsch gemacht hat und den Berg runter geht. Was gibt's noch? Hier auch eine nette, das heißt eine nette Abwandlung. Da sieht man eine nicht jugendfreigegebene Seite, nennen wir es mal Schmuddelfilmchen. YouTube Network fuckt bei German YouTuber und dann uiuiui, der Unge dreht nun schon auch Pornos, Hashtag ungepoppt oder auch ungepoppt, auch ganz nett. Was haben wir noch? Ich will ja nicht sagen, dass Mediakraft den Denkzettel verdient hat, aber Mediakraft hat den Denkzettel verdient. Hashtag Loser, Hashtag Freiheit. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ja, das war klar, dass das kommt. Was gibt's denn noch? Ganz lustig. Hier gibt's noch ein Bild. Das ist ein Bild von Köln nach dem Krieg und dann Köln nach dem Video von Unge. vielleicht ein bisschen makaber, aber... Naja, was gibt's noch? Westernhagen singt wieder. Nordkorea, was ist kaputt? Hashtag Freiheit. Ja, das Lied von Westernhagen mit Freiheit, da ist ja, glaube ich, irgendwie auch die erste Zeile, es wurden Verträge geschrieben, wir haben viel gelacht oder sowas.
Ja, gut, ich meine, das mit Mediakraft, sag ich mal, da waren viele geschockt. Also, ich habe ja, da war ich, glaube ich, noch in Mumble, das war so um 1 Uhr nachts oder so. Auf einmal, hey, was geht hier ab? Guckt mal alle auf Facebook. Und dann, ja, haben wir das Video entdeckt und draufgeklickt. Da habe ich gedacht, alter Schwede, der traut Ja, sich ich habe was, mir das ne? auch nachts angeschaut, auch gedacht so, boah, ich bin extra dafür wach geblieben, ja. Ja, also es war schon ziemlich heftig. Und allein schon die Tatsache, dass der CEO am Sonntag sich dazu äußert, Ja, das zeigt ja eben. schon mal, wie wichtig es für Also dem muss es, Mediakraft glaube ich, war. auch schon ziemlich in den Fingernägel gebrannt haben, weil sonntags vor Weihnachten, also in der Weihnachtszeit, dass Genau. da ein Statement rauskommt. Ich meine, wenn sie jetzt nichts, wenn sie wirklich nichts gemacht hätten, dann hätten sie da bestimmt auch noch bis Montag oder so gewartet, aber Also an ich einem sag mal so, Sonntag. ich hätte wahrscheinlich diesen Talk hier auch nicht veranstaltet, wenn wir von Divimove geredet hätten oder gut, Divimove vielleicht schon noch, aber von irgendeinem Netzwerk mit 5 Leuten oder so oder 500 Leuten. Aber bei so einem Netzwerk, ich meine gerade, wo jeder drauf eindrischt, das ist dann schon brisant. Und es kam ja in so vielen Medien. Übrigens die Medienlinks, also was wir alles erwähnt haben, das packen wir alles in den Artikel dazu auf unserer Website. Also einfach den Link in der Videobeschreibung auf YouTube anklicken und dann seht ihr alles, auch nochmal das Video von Ungespielt selber und so weiter. Übrigens, Handelsblatt hat darüber Ja, wollte ich auch berichtet, gerade sagen, ja. seriöse IT-Medien wie zum Beispiel Golem oder Heise.de. Heise Die hat heute Süddeutsche sogar, ja. die Süddeutsche, WDR, habt ihr ja den Beitrag auch gesehen. Also es ist schon ein Thema, das schon, sagen wir mal, sehr viele Leute beschäftigt. Da habe ich dann noch ein was vom Mr. Trashpack, der hat zum Beispiel auch angemerkt, das hat ja auch der Simon geschrieben, dass er in der inoffiziellen Mediakraftgruppe, oder was ist inoffiziell, der internen Mediakraftgruppe, ich kann schon kaum mehr plaudern, hat er einen kritischen Kommentar zu dem Statement von dem Olsen geschrieben und ist darauf prompt aus der Gruppe rausgeflogen. Also das ist ja auch, sind Machenschaften, naja, die sind jetzt, kann man sehr kritisieren. Und bei Trashpack sieht es ja auch nicht anders aus. Und er hat ja auch geschrieben, wer sich so verhält, der muss sich nicht wundern, wenn sowas mal an die Öffentlichkeit geht und man dann damit richtig auf die Fresse bekommt. Also ja, wo er recht hat, hat er recht, ne? Und darauf hat irgendwie auch jeder gewartet. Und ich glaube, für Videoamt, für den Kanal Videoamt, ist Weihnachten schon am 21. gewesen. Also ich glaube, Der hat sich gefreut. der hat sich Denke ich richtig einen auch. Ast gefreut. Aber was ich auch fair fand, den Livestream werden wir natürlich auch verlinken, er hat es auch fair runter moderiert und er hätte ja jetzt sagen können, Leute, ich habe es ja immer gesagt und ich wusste ja schon immer, Mediakraft ist böse, sondern er sieht es auch sehr differenziert und das fand ich, das war diesmal recht gut, weil wer seine Videos davor kennt, der weiß, dass dieser Typ sehr polarisiert und der hat eine Marschrichtung und guckt oftmals in seinen Videos nicht links und rechts und nach hinten. Und da fand ich es dann sympathisch, dass er diesmal gesagt hat, Leute, wir müssen das Ganze ein bisschen differenziert angehen. Und was er relativ selten macht. Aber er möchte ja aufwecken. Das ist ja ähnlich wie Le Floyd. Der will ja auch aufwecken. Deswegen wird ja alles oftmals sehr übertrieben und überzeichnet dargestellt. Bei seinen Le News zum Beispiel. Der ist ja übrigens auch schon vor einigen, ja, Wochen von Mediakraft hat er sich verabschiedet. Ja, nicht, also er hatte eben noch eine News-Folge dazu rausgebracht, wo er auch selbst ganz kurz dazu was sagt, was er auch sehr mutig findet und Simon auch unterstützt, aber weil seine, was war das, seine Kündigungsfrist wohl noch läuft, kann und darf und wird er dazu noch nicht oder wird er dazu nichts sagen, hat er auch in dem Video gezeigt und gesagt, sagen wir es mal so. Also da gibt es auch noch nichts, nicht viel zu. Ja, also ich glaube auch, dass Le Floyd sich da nicht mehr so zu äußert, weil Nee. er denkt sich, jetzt hat der den ganzen Shitstorm, jetzt muss ich nicht noch auch noch mal einen auf die Ja. Fresse kriegen. Also ich denke mal zu Recht, sag ich Er hat ja mal. auch seine Abonnenten jetzt zu über 2 Millionen. Ich meine, was will der? Der hat da Ja. jetzt erstmal kein Problem und warum sollte er sich jetzt versauen? Ich meine, klar, er kann es drüber bringen und vielleicht wird er auch irgendwann noch auspacken. Wir wissen es nicht. Klar, das kann natürlich immer passieren, aber Ja. ich glaube, der wird sich da jetzt erstmal, wird es beobachten und ja, Ja. also ich fand es auch zum Beispiel, was mir gerade einfällt, Commander Krieger, den auch ein YouTuber viel mit Gaming, der hat ja auch gesagt, dass er das sehr mutig vom Simon findet und hat ihm auch sämtliche Unterstützung auch finanziell wohl angeboten. Da sieht man auch, also Okay. die Gemeinschaft hält er wohl ziemlich gut zusammen und Ja, schon das eine schöne fällt Sache. echt positiv auf. Das hat ja der Georg vorhin schon erwähnt, dass die YouTuber sich da gegenseitig unterstützen.
Ja, das kann man nur positiv sehen. So, ich denke mal, das war's jetzt aus dem Social Media Bereich. Guckt einfach mal auf dem Hashtag, oder über den Hashtag. Wir haben natürlich die ja, Tweets, die wir hier vorgelesen haben, die werden natürlich auch oder sind auch eingeblendet worden, klar. Und jetzt würde ich sagen, machen wir noch kurz einen Hinweis in eigener Sache. Das muss ich jetzt noch machen am Ende des Videos. Erstmal schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Und erstmal nochmal vielen Dank an euch beide, dass ihr gesagt habt, so kurzfristig. Ich habe jetzt ganz kurzfristig diese Talkrunde praktisch zusammengestellt, habe euch angeschrieben, ja, könnt ihr hier reinkommen. Und da bin ich erstmal froh, dass ihr da wart Na und klar, dass wir das gerne. Ganze gemacht haben. Ja, und dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Also die IT-News werden am 12.01. weitergehen. Also die Leute, die die IT-News auf dem Tech-Kanal hier verfolgen, die können sich schon mal auf den 12.01. freuen. Da geht's dann weiter. Davor wird es aber noch den Jahresrückblick geben, den es ja jetzt dann zum zweiten Mal gibt. Lasst euch überraschen, der wird diesmal noch ein bisschen besser produziert sein. Ich meine, wir wollen uns natürlich auch weiterentwickeln. Und den gibt es dann wahrscheinlich pünktlich zu Silvester oder am 30. Mal schauen, wie ich das schaffe mit Schneiden und so weiter. Wird es dann auch den Jahresrückblick von QSO4U geben, was dieses Jahr so im Projekt passiert ist. Und natürlich, da sind dann auch die Zahlen dabei. Aber auch Zahlen natürlich, nicht nur die Zuschauerzahlen oder die Klickzahlen, sondern auch zum Beispiel, wie viel Datenvolumen unsere Server gebraucht haben, wie viele Leute da drauf waren und so weiter und so fort. Das sind natürlich Fakten, die könnt ihr aus einem ganz normalen YouTube-Kanal nicht rauslesen. Und die meisten Leute, die uns gucken, wissen ja, dass hinter QSO4U mittlerweile mehr steckt als nur ein YouTube-Kanal. Und da wird es dann detaillierte Informationen geben. Also könnt ihr euch drauf freuen. Und natürlich auch ein paar Outtakes von diesem Jahr. Wir haben ja kein richtiges Outtake-Video gebracht, aber das kommt dann da mit rein. Und natürlich der Abschlusstrailer, der muss einfach sein. Jedes Jahr so ein kleiner Zusammenschnitt von schönen Szenen, wichtigen Szenen vom ganzen Jahr. Und das wird es dann da auch geben. Also könnt ihr euch drauf freuen. Lasst auch ein Abo vielleicht mal auf dem Kanal. Schadet nicht. Ja. Ich habe noch eine Anekdote zum Ende. Ja, dann erzähl noch schnell. Oh, Wir haben noch Zeit. ich würde jetzt mal kurz sagen, der Herr Krachten hat ja in seinen Videos immer so schön gefragt, wie ist die Lage? Und ich würde sagen, dass Mediakraft momentan einfach nicht mehr ganz Herr der Lage ist. Und demnach auch so die Anekdote an euch immer Herr der Lage bleiben und immer cool bleiben. Genau, so kann man es eigentlich formulieren. Tut all das, was ich auch tun würde. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und dann ciao. 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 Ja, Simon, Sie haben am Samstagabend dieses Video ins Netz gestellt, unter dem Hashtag Freiheit, die schwerste Entscheidung Ihres Lebens. Ja, aus dem Grund, weil ich damit quasi meine ganze Existenz, alles, worauf ich momentan aufgebaut habe, aufs Spiel gesetzt habe. Also ich habe die letzten 2 Jahre sehr intensiv meine Zeit in YouTube investiert, jeden Tag viele Stunden. Und alles, was ich mir da aufgebaut habe, also meine Kanäle, habe ich gestern oder vorgestern quasi aufgegeben. Ja. Deswegen ist es eine sehr schwere Entscheidung auf jeden Fall. Wie lange haben Sie gebraucht, um die Entscheidung zu treffen? So ungefähr 1 bis 2 Monate habe ich, 1 bis 2 Monate habe ich mir da Gedanken zugemacht. Die Entscheidung ist ja gefallen, weil Sie mit Ihrem Netzwerk Mediakraft nicht mehr zufrieden waren. Erklären Sie doch nochmal kurz, was ist eigentlich genau Ihr Kernvorwurf? Also der Vorwurf ist, dass unser Netzwerk vertragsbrüchig ist und dass wir eigentlich aus dem Vertrag rauskommen könnten. Die Sache ist nur, um das halt auch durchzuziehen, müsste man da vor Gericht gehen, wenn keine Einigung stattfindet. Und bis das Ganze vor Gericht läuft, vergehen Monate. Und es kann sein, dass es da, also es so lange dauert, ich weiß nicht, wie lange es deutsches Gericht braucht, bis so ein YouTube-Fall da ernst genommen wird oder bis sowas rankommt, dass der Vertrag dann schon ausgelaufen ist. Das heißt, Mediakraft spielt da ganz klar auf Zeit, meiner Meinung nach. Und wir haben die letzten Monate sehr, sehr stark versucht, mit Mediakraft eine Einigung zu finden. Wir haben gesagt, dass wir gerne im Frieden auseinandergehen möchten, dass wir kein negatives Wort über Mediakraft sagen möchten. Wir möchten Mediakraft überhaupt nicht schaden. Wir möchten einfach nur nicht mehr mit den Menschen da zu tun haben, mit dem Unternehmen nicht mehr zu tun haben, weil wir uns absolut nicht mehr mit dem Unternehmen identifizieren können. Und Mediakraft hat immer abgeblockt. Wir haben mehrfach versucht, den Geschäftsführer, Spartacus Olsen, zu sprechen. Das hat kein einziges Mal stattgefunden. Also wir hatten kein Mal die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer zu sprechen. Und aus diesem Grund, weil wir das Gefühl hatten, dass wir absolut nicht ernst genommen werden,
haben wir einen Anwalt eingeschaltet. Also wir sind dann den juristischen Weg gegangen. Und daraufhin hat Mediakraft uns dann, also ein Mitarbeiter von Mediakraft hat uns dann gesagt, wenn wir das Ganze vor Gericht austragen, wird das für sie in Privatinsolvenz enden. Das kann ich Ihnen jetzt schon mal sozusagen versprechen. Und das war eine Drohung, die hat mir dann quasi gereicht. Also ich habe mir schon sehr viel gefallen lassen im Netzwerk, ohne jetzt auf die Einzelheiten einzugehen. Und dann im Endeffekt nochmal so eine krasse Drohung an den Kopf geworfen zu bekommen, dass sie meine Existenz damit gefährden möchten, nur weil ich aus dem Netzwerk austreten möchte oder dann jetzt juristische Hilfe geholt habe, fand ich, ging gar nicht. Dann haben wir halt mit dem Anwalt nochmal lange Zeit hin und her geschrieben. Das war das Gleiche. Mediakraft hat immer bis zum letzten Termin der Frist gewartet, bis sie zurückschreiben und dann auch immer nur so ein Also es kam uns alles vor, als würde ich Zeit schinden. Und da habe ich gedacht, gut, okay, es wird jetzt einfach das nächste Jahr so weiterlaufen wahrscheinlich, weil es gibt schon viele Mediakraft-Partner, wo es ähnlich gelaufen ist, auch mit Anwälten, wo Mediakraft zum Beispiel mitten im Fall den Anwalt gewechselt hat, weil dann der Fall sozusagen für die andere Partei sicher gewonnen war, als Beispiel. Und dann wurde dann der Anwalt von Mediakraft gewechselt und dann hat er gesagt, jo, ich bin ein neuer Anwalt, ich muss mich erstmal einarbeiten, um noch mehr Zeit zu schinden. Und das kann dann bis zu 7 Monate dauern, bis da überhaupt mal was passiert. Und ich habe gesagt, sowas lasse ich mir jetzt nicht mehr bieten. Also ich habe mir sehr viel bieten lassen und dann habe ich gesagt, gut, mein Stolz und so ein bisschen meine Würde geht mir da vor. Habe dann ein hohes Risiko eingesetzt und habe dann meine Kanäle aufgegeben. Nun ist es ja so, das Versprechen dieser Netzwerke ist ja sozusagen, die YouTuber untereinander zu vernetzen, sie zu unterstützen, sie sozusagen nach vorne zu bringen. Aber natürlich sind diese Multi-Channel-Networks in erster Linie auch kommerzielle Unternehmen. Ist das nicht auch legitim, dass die sozusagen einfach Gewinn maximieren wollen? Das ist absolut legitim. Also das Unternehmen ist ja kein Geheimnis, dass das Unternehmen dafür existiert, um mit dem Geld, was die YouTuber verdienen, ihr Unternehmen zu bezahlen, also ihr Geld mit zu verdienen. Das weiß man natürlich auch, bevor man in so ein Netzwerk geht. Ich bin auch prinzipiell nicht mit meinem Vertrag unzufrieden gewesen. Das haben auch sehr viele Leute im Internet dann angeprangert oder kritisiert, wie naiv ich denn wäre, dass ich nicht meinen Vertrag vorher richtig gelesen hätte oder dass ich mich nicht mit meinem Vertrag auseinandergesetzt hätte. Aber darum ging es gar nicht. Es ging halt einfach wirklich um die Handlungen, die Mediakraft gemacht hat, um eine Drohung gegen mich. Und das war einfach der Grund, dass wir das Netzwerk verlassen wollten. Nicht, weil wir mit dem Vertrag unzufrieden sind, sondern einfach, weil Mediakraft quasi die Handlungen einfach absolut falsch waren. Nun sagen Sie, der Vertrag an sich war nicht das Problem. Dennoch, vielleicht ein bisschen weg von Ihrem konkreten Beispiel, würden Sie sagen, dass es schon ein Problem ist, dass, sage ich mal, junge, sehr junge Menschen, sehr junge YouTuber natürlich in der Annahme, sie könnten ihren Erfolg steigern und maximieren, diese Verträge unterschreiben und vielleicht da so ein bisschen naiv reingezogen werden oder reinstolpern? Auf jeden Fall. Also man sollte so einen Vertrag niemals alleine unterschreiben. Da knallhart um Geschäft geht. Also man sollte, egal wie, wo man gerade auf YouTube ist, egal wie groß oder wie klein man gerade ist, man sollte immer das mit einem Anwalt überprüfen lassen, von einem Anwalt überprüfen lassen, weil da sind so viele Klauseln versteckt, die einem dann zum Nachteil gelegt werden und ja, also man sollte immer aufpassen vor solchen Verträgen. Jetzt ist auch bei Ihnen die Entwicklung mit Ihren Channels, der Erfolg so sehr schnell gegangen, ist sehr schnell gekommen. Was war eigentlich Ihr Ziel, als Sie angefangen haben, YouTube zu machen? Was ganz anderes. Ich habe, das ist jetzt eine lustige Geschichte, ich habe damals angefangen mit einem Kanal, da ging es um Dreadlocks. Und mein Ziel war eigentlich, dass es gab keine Dreadlock-Foren mehr in Deutschland, die aktiv betrieben wurden. Und ich wollte einfach ein paar Tipps selber zu Dreadlocks haben und anderen Leuten Tipps geben. Und dadurch bin ich dann in diese ganze YouTube-Szene reingekommen, hatte da mit dem Kanal super viel Spaß, habe einen Freund kennengelernt über YouTube, der hat gesagt, sollen wir nicht mal einen Gaming-Kanal aufmachen? Alleine möchte ich das nicht machen, komm, wir machen beide einen. Und dann bin ich in diese Gaming-Szene reingerutscht. Hab da auch total viel Spaß dran gehabt und dann auf einmal ist das Ganze explodiert und jetzt ist es halt ein Riesenkanal geworden. Ja. Würden Sie denn sagen, es ist explodiert, weil Sie in einem Netzwerk waren oder obwohl Sie in einem Netzwerk waren? Weder noch. Also Netzwerk kann das Ganze befürworten, kann das Ganze beschleunigen, es kann es aber auch verlangsamen auf jeden Fall. Aber bei mir ist weder hat das Netzwerk dazu beigetragen, dass es schneller noch langsamer läuft. Ich war ja auch bis 500.000 Abonnenten mit meinem Kanal in einem anderen Netzwerk und dann bin ich zu Mediakraft gewechselt, weil meine ganzen Freunde, mit denen ich hier zusammen in einem Haus wohne, bei Mediakraft sind. Ich dachte, da kann man coole Kooperationen zusammen machen und das Netzwerk unterstützt einen bestimmt da total. Fehl, aber glaube.
Und das Netzwerk hat nichts dazu beigetragen, also nichts Relevantes dazu beigetragen, dass meine Kanäle mehr gewachsen ist als vorher, auch wenn es sich damit rüstet. Also das Netzwerk hat öffentlich einen Post gemacht, dass das Netzwerk dazu große Teile beigetragen hat, dass mein Kanal gewachsen ist. Aber da wird jeder YouTuber mit Ahnung oder jeder Webvideoproduzent das Gegenteil behaupten. Das heißt, diese Multi-Channel-Networks, sind sie ein Problem in der Szene oder sind sie eigentlich ein Teil der Lösung, ein Teil der Idee? Wie würden Sie es grundsätzlich verstehen? Ich würde generell nicht Multi-Channel-Network sagen, wenn wir über Mediakraft sprechen, denn Mediakraft ist halt ein gesonderter Fall. Prinzipiell sind Multi-Channel-Networks eine Idee, dass viele YouTuber mit viel Reichweite zusammenkommen und dadurch eine bessere Position haben, für vermarktet zu werden. Dass man sagt, hey, große Marke X, wir haben jetzt einen großen Kreis aus YouTubern mit so einer Reichweite, wie wäre es denn, wenn wir da einen coolen Werbedeal zusammen machen? So, das ist die Idee dahinter, dass man mehr Reichweite dann auch besser vermarkten kann und das ist im Prinzip was Gutes, auch dass sich da jemand professionell drum kümmert. Bei Mediakraft waren einfach zu viele persönliche Differenzen, weil Mediakraft uns einfach schlecht behandelt hat. Also ich würde nicht sagen, dass Mediakraft prinzipiell für jeden Partner das falsche Netzwerk ist. Ich kann mir auch absolut gut vorstellen, dass in Mediakraft auch Partner zufrieden sind. Das will ich überhaupt nicht abstreiten, weil wahrscheinlich nicht jeder diesen Fall durchlebt hat, den wir durchlebt haben. Aber prinzipiell denke ich, dass Netzwerke, man kann mit und man kann ohne Netzwerk auf YouTube erfolgreich sein. Ich würde gerne zum Schluss nochmal auf Ihr Video von Samstagabend zurückkommen. Dieser Hashtag Freiheit, das Gandhi-Zitat jetzt auf der neuen YouTube-Seite, auf dem neuen YouTube-Kanal, dann das Lied der Befreiung darunter. Für mich hat sich das alles so ein bisschen auch nach so einer Art Gesellschaftskritik angehört. Ist das übertrieben? Also es ist ja sehr pathetisch. Also es war in erster Linie natürlich ein Hinweis oder ein Hinweisen auf die Missstände, die da herrschen in dem Unternehmen. Denn das ist für mich auf jeden Fall in erster Linie ein großer Verlust. Ich gebe einen Kanal auf mit 30 Millionen Views oder zwei Kanäle auf mit 30 Millionen Views und riskiere quasi damit auch einen Teil meiner Existenz oder reiße das ein, wofür ich die letzten Jahre hart gearbeitet habe. Aber mir war es einfach wichtig, darauf hinzuweisen. Und ich kann mir, also ja, es ist schon in der Hinsicht gesehen Kritik auf diese Form von Gesellschaft. Haben Sie denn damit gerechnet, welche Welle Sie da losgetreten haben? Nee, das habe ich überhaupt nicht. Also ich habe damit gerechnet, dass manche Leute auf jeden Fall das befürworten, weil ich weiß, dass viele Leute da unzufrieden sind. Aber dass plötzlich diese ganze Medienwelt von einem auf den anderen Tag komplett ausrastet, weil es ist ja alles passiert. In allen möglichen, wie nennt man das, alle redaktionellen Inhalte, wie diese Zeitschriften oder wie nennt man das, Online-Medien, in allen relevanten Online-Medien wurde das ja auch thematisiert und innerhalb von so kurzer Zeit. Und das habe ich nicht, damit ich, also ich hatte nicht mit gerechnet, dass so viel auch von der Offline-Welt oder auch außerhalb von YouTube darauf aufmerksam wird. Damit habe ich nicht gerechnet. Sind Sie denn zufrieden damit, dass Sie sozusagen jetzt so ein klares Zeichen gesetzt haben? Das auf jeden Fall. Also das Zeichen, damit bin ich auf jeden Fall zufrieden, dass es so eine Welle geschlagen hat. Ich finde es aber auf einer Seite auch schon ein bisschen, es ist ein bisschen für mich persönlich zu viel, weil ich mag das eigentlich nicht so im Fokus zu stehen und in der Öffentlichkeit. Also es klingt paradox, weil ich mich selber auf YouTube in der Öffentlichkeit zeige, aber ich stehe nicht gerne so im Mittelpunkt und bin das Thema über so einen langen Zeitraum, über so viele Themen. Das ist auf jeden Fall anstrengend. Ja. Wie geht's denn jetzt weiter? Ja, ich fange von vorne an auf meinem neuen Kanal und mal gucken, was jetzt mit Mediakraft wird. Das wird halt jetzt dann gerichtlich oder über Anwälte entschieden werden. Ob dann eine Einigung irgendwann noch stattfindet, weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Aber für mich persönlich, ich möchte mit den Menschen da nichts mehr zu tun haben. Ich möchte einfach das weitermachen, wo ich Spaß dran habe und fange jetzt nochmal neu an.